Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Heute bewerte ich wieder einen Liquid Lipstick für euch. Und zwar von der Marke Sleek, den Matte Me Liquid Lipstick Matte Lip Cream. Bla, Mann, den hier halt, ne? Und zwar ist das hier die Farbe Brink Pink 432. Ich habe die Farbe bei meiner Freundin Emmy gesehen, die kennt ihr vielleicht aus irgendwie anderen Videos, wo sie mir die Haare gefärbt hat oder wo sie ein Voice-Over gemacht hat und finde die Farbe einfach mega nice. Man sieht das jetzt hier nicht und hier leider auch nicht mehr, aber es ist ein richtig nices, krasses Neon-Pink, was auch noch gut aussieht. Ich habe ja noch so andere Neon-Pinks, aber das hier fand ich richtig toll und habe mir das jetzt extra gekauft. Auf der Müller-Online-Seite, also den gibt es hier bei Müller. Es ist so eine Drogerie, keine Ahnung, wo in Deutschland es die gibt. Im Moment, soweit ich weiß, noch nicht, in Schleswig-Holstein. 7 € habe ich bezahlt und ich fand den so krass und ich muss sagen, ich bin heftig enttäuscht. So, ich habe den Liquid Lipstick jetzt seit ungefähr 6 Stunden drauf. Guckt ihn euch an, ich weiß nicht, seht ihr das? Was ist das? Seht ihr, dass er komplett in der Mitte ab ist und ganz komisch, ganz, ganz komisch? Was ist das? Aber egal, wir gehen trotzdem, vielleicht interessiert euch ja trotzdem, was ich allgemein so dazu denke. Ich habe ja verschiedene Anforderungen, auf die ich einen Liquid Lipstick teste und die erzähle ich euch jetzt. Und zwar die erste Anforderung ist, dass der Applikator gut sein muss zum Auftragen. Guck mal, der hier von denen ist okay, er ist sehr fest, er ist, ich mach mal den Kram ab. So sieht er aus zum Auftragen, er ist nicht zu weich. Manche sind da ja ganz komisch, dass du gar nicht auftragen kannst. Also das ist okay. Was aber sehr, sehr schlecht beim Auftragen ist, ich weiß nicht, ob man es hier jetzt sehen kann. Ich habe jetzt schon was drauf, dass er sich sehr, sehr unregelmäßig auftragen lässt. Also das finde ich total kacke. Ich habe da echt lange dran gesessen, um ihn regelmäßig, dass er regelmäßig auf den Lippen aussieht. Weil wenn du ihn drauf hast und hier ist viel, hier ist bisschen so, sieht ja auch scheiße aus. Der Applikator geht völlig klar für sorgenfreies Auftragen. Ihr wisst, dass ich nie Lip Liner benutze. Also das ist völlig okay, aber das bringt mir das, wenn der Applikator krass ist, wenn die Farbe mega unregelmäßig ist. Also es war so ein Horror, heute Morgen den aufzutragen. Ich habe mich so geärgert, weil bei meiner Freundin sah er total toll aus. Sie hatte auch ein paar Probleme mit, aber man hat ja trotzdem manche Lippenstifte und man weiß, die Quali ist nicht extrem krass, aber man benutzt sie trotzdem. Zum Beispiel, weil die Farbe selten ist oder super toll und man sie noch nicht woanders gefunden hat und. Aber, weiß nicht, guck mal, ihr seht das jetzt ein bisschen. Auch ich hatte zwar schon was drauf, aber so war es auch heute Morgen beim Auftragen. Das ist hier einfach so, ich weiß nicht, wie gut das Licht ist. Hier gar wenig, hier viel, hier wenig, hier viel. Was ist das? Dann erwarte ich von einem guten Liquid Lipstick, dass er keine Spuren an Servietten und Gläsern hinterlässt. Guck mal, Serviette. So, wenn ich so rauf mache, ja okay, das ist jetzt noch frisch. Ihr müsst halt bedenken, dass ich ihn jetzt schon ein paar Stunden drauf habe. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt was trinke, ich mache es euch vor. Trink wie so ein Ochse. Mann, ist das schwer, eine Flasche zuzukriegen. Dann ist da ein bisschen Flüssigkeit dran und er färbt trotzdem ab. Jetzt noch viel weniger als heute den ganzen Tag über, weil halt, ja, das meiste ist ja eh weg jetzt. Aber er hinterlässt schon Spuren an servierten Gläser, weiß ich nicht, ich habe nicht draus getrunken. Aber wenn Flüssigkeit drankommt, dann löst er sich ja schon ein bisschen. Also denke ich schon, dass er teilweise Spuren an Gläsern hinterlässt. Dann möchte ich von dem perfekten Liquid Lipstick, Digga, ihr könnt mal ein Trinkspiel machen, wenn ich so diese Videos mache, wo ich die Lippenstifte teste, weil ich sage so oft das Wort, da kann man eigentlich jedes Mal einen heben, so weißt du? Tanken. Dann erwarte ich, dass so ein Lippenstift nicht bröckelt nach gewisser Zeit. Das tut er. Also man sieht das hier überall. Hier auch, dass er bröckelt und an den Stellen, wo er sich schon komplett losgelöst hat, bröckelt er auch. Also er sieht auch sehr, sehr trocken aus nach einer gewissen Zeit. Nicht mal nach langer Zeit, sondern ziemlich kurzer Zeit, was halt auch nicht so cool ist, muss ich sagen. Und ich gucke dann natürlich auch, wenn ich mir Produkte kaufe zum Testen, dass sie sich gut auf den Lippen anfühlen. Ich will ja einen Lippenstift, den ich gar nicht merke. Es soll nicht kleben, es soll nicht ganz trocken sein und. Er fühlt sich ganz okay an auf den Lippen, wobei er schon etwas trocken ist. So ein bisschen so pumpig, trocken, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und dadurch, dass ich weiß, dass er halt kaum was aushält, eigentlich gar nichts, kann ich ihn nicht beruhigt auf den Lippen tragen. Immer wenn ich am Spiegel vorbeigehe, gucke ich, wenn ich, oder auf dem Handy, ja, hat sich schon was verschmiert, ist schon was weg und so. Ich habe schon mal einen davon gehabt in einer anderen Farbe, den habe ich aussortiert.
Und jetzt habe ich ihn nochmal gekauft, weil ich die Farbe so cool fand, aber nee, Mann. Und ich habe im Internet gefragt so, und voll viele haben den empfohlen und meinten, ey, der ist super gut von Sleek, mega guter Lippenstift und so. Ihr wisst ja, ich sag ehrlich, was ist so, ne? Und ihr kennt ja meine Anforderungen, also dann möchte ich, dass ein Lippenstift auf den Lippen nicht klebt beim Küssen oder so komisch schmeckt. Also, nee, Schatzi achtet da immer mega doll drauf und er mag das nicht, wenn das so doof ist. Und der hier ist halt nicht so cool beim Küssen, weil er halt so eine Mischung aus trocken und pappig ist. Ich kann es nicht erklären, keine Ahnung, ich küsse mich auch nicht selber. Schatzi wollte ihn jetzt nicht auftragen, damit ich verstehe, was er meint. Aber so ganz komisch. Also ich kann es nicht richtig erklären, aber es ist beim Küssen auch nicht so, feiere ich nicht so krass. Also es ist noch okay, aber es ist nicht super cool. Ja. Dann wünsche ich mir natürlich von einem super guten Lippenstift, dass er lange farbintensiv ist. Was ist da farbintensiv? Ich meine, es ist eine coole Farbe. Sleek hat mega schöne Farben von coolen Rottönen bis krasse Pinktöne. Aber es bringt mir nichts, wenn die Farbe sich löst und so unregelmäßig ist und alles. Also er ist nicht lange farbintensiv, weil er ist ja gar nicht lange auf den Lippen. Entweder er verschmiert oder er löst sich komplett ab, so wie hier. Noch eine Anforderung, reibefest. Also da ist gar nichts reibefest. Das war jetzt auch oben hier, ne? Nicht, wo ich frisch gemacht habe. Also das ist scheiße. Das schockt halt auch nicht so, muss ich sagen. Kussecht ist er natürlich auch nicht, dadurch, dass er nicht reibefest ist. Also so, ja, ich meine, wenn du so knutscht, okay, muss halt vorsichtig sein, dass du nicht ein bisschen, dass deine Lippen nicht leicht feucht sind oder weiß der Geier. Dann fettiges Essen. Ich meine, die meisten Liquid Lipsticks halten kein fettiges Essen aus. Normal, ist ja auch okay so, ne? Aber der hält ja gar nichts an Essen aus. Ich habe, deswegen mich auch schlecht gelaunt, ich habe heute nichts gegessen, außer 3 Scheiben Brot und Müsli. Ich glaube, als ich das Müsli gegessen habe, hatte ich den sogar nicht drauf, sondern 2 Scheiben Brot, einmal Salami und Käse, falls euch interessiert, mit Salat, weil ich dachte, ich lebe jetzt gesund, Schwarzbrot. Das ist scheiße. Ich lief dann auch so in der Schule rum. Pornolippe, was ist los? Ja, ich bin Özim, ich mache einen auf Beauty-Blogger, aber lauf so rum. Aber ich wollte es halt testen. Was ist das denn? Guck mal, hier ist jetzt auch schon was. Nee, Mann, ganz komisch. Ich weiß es nicht. Also, fettiges Essen kannst du komplett damit vergessen. Du kannst ja nicht mal ein Brot damit essen. Du kannst es vergessen. Du kannst kein Brot damit essen. Oh. Und weiß ich nicht. Also, ich kann da eigentlich nicht viel Gutes zu sagen, muss ich leider ehrlich sagen. Ich verkacke mir das mit den ganzen Marken so, ne? Sleek wird mir bestimmt niemals im Leben was schicken. Und andere Marken, die ich auch schon schlecht bewertet habe, sagen bestimmt, du darfst nie was von uns testen, weil du hast damals gesagt, der Lippenstift ist scheiße. Hoffentlich nicht. Ich meine, ich teste ja viele Sachen. Ich würde jetzt von Sleek trotzdem andere Sachen probieren, aber das ist halt doof, ne? Wie gesagt, ich für 7 Euro, also mir wäre es nicht mal 2 Euro wert. Man, jeder hat ja auch andere Anforderungen. Manche sagen, ey, mich stört das nicht, dass er so ist und tragen jede Stunde nach, weil sie die Farbe so cool finden. Andere sagen, ich lege da und da nicht so viel Wert drauf, aber ich schmink mich schon öfter und ich will mir einfach nicht die ganze Zeit Sorgen machen. Ist es verschmiert? Ist er noch da? Ist er hier irgendwo? Klebt er da? Also das, nee. Und ich bin auch bereit, viel für ein Produkt auszugeben, wenn es gut ist, aber das ist halt einfach nicht. Nee, das schockt halt einfach nicht. Also, ich werde den auf jeden Fall aussortieren. Ich sortiere immer wieder Schminke aus und dann verkaufe ich das oder tausche mit Leuten und so. Weil die, heißt ja nicht, weil ich es scheiße finde, dass die es auch scheiße finden, weil sie ja vielleicht ganz andere Anforderungen als ich haben. Manche Frauen haben kein Problem mit, jede Stunde ihren Lippenstift draufzupacken. Ich schon, habe ich gar keinen Bock zu. So, und das sind dann vielleicht auch Frauen, die sagen, ey, ich feiere die Marke voll oder was weiß ich, vielleicht habe ich auch einfach komische Lippen, ich weiß es nicht. Also meine Freundin sagte aber auch, dass sie Probleme damit hat, dass es schon sehr trocken ist und dass er etwas schmiert und so. Ich finde es sehr, sehr schade, weil die Farbe an sich, so Brink Pink, habe ich noch nicht woanders gesehen. Jeffree Star hat coole pinke Lippenstifte, aber in dem Ton noch nicht. Das ist nämlich so ein heller Ton, der leicht ins Korallfarbene geht, aber noch so ein bisschen Pink mit drin hat. Rudi hat gerade seine 5 Minuten, sagt er. Und nee, ich werde ihn auf jeden Fall aussortieren. Also leider bin ich da nicht so zufrieden. Eigentlich ist gar nichts gut außer der Applikator und die Farbauswahl. Ja, auf jeden. Falls ihr eine Farbe kennt, ich zeig's euch nochmal, die am besten genauso aussieht wie diese, weil ähnlich habe ich auch schon viele gefunden. Brink Pink 432, guckt einfach im Internet, wenn ihr keinen Sinn im Leben habt gerade und Langeweile. Genau sowas von einer anderen Marke, sagt mir gern Bescheid, ich werde viel testen und checken. Ja, auf jeden.
Ja, falls ihr Sleek benutzt, schreibt mir eure Meinung mal dazu. Das interessiert mich ja auch immer so, ne? Vielleicht, wenn ich Sachen kacke finde, dass andere die gut finden, warum, wie kommt's, was findest du gut daran, warum, warum nicht, bla bla bla. Ich tausche mich da gerne mit euch aus. Und ja, ich bin endlich froh, dass ich das Video gemacht habe, weil ich den Scheiß jetzt abschminken kann, weil, was ist das? Ja, ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auf eure Erfahrungen mit der Marke. Ein Liquid Lipstick weniger in meiner Sammlung. Hau rein, Sleeky. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen und ich verabschiede mich in diesem Sinne und sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.